Das ist unser Student Joe. Joe wäscht seine Wäsche regelmäßig im Waschkeller des Studentendorfes. Oftmals läuft er den weiten Weg von seiner Wohnung bis zu den Waschmaschinen umsonst, da alle in Benutzung sind. Das bringt ihn natürlich sowas von auf die Palme, da er nun nach einer gewissen Zeit erneut in den Waschkeller muss, um zu schauen, ob eventuell eine Waschmaschine frei geworden ist. Abhilfe schafft hier der Laundry Observer. Der Laundry Observer ist ein System, das unter anderem anbietet, Waschmaschinen zu reservieren und somit frustrierenden Gängen in den voll ausgelasteten Waschkeller vorbeugt. Bisher boten sich nur Einzellösungen an, um das Problem zu adressieren. Mit der Waschkarte vom Studentenwerk führt man die Bezahlung eines Waschganges an einem Automaten durch. Um sein Guthaben allerdings aufladen zu können, muss man mit der Karte zum Studentenwerk. Für einfache Formen der Reservierung verwendet man teilweise einfache, per Hand auszufüllende Tabellen. Allerdings kann man sich auf solche Reservierungen nicht verlassen, da sie nicht überwacht werden. Nicht so der Laundry Observer. Er vereinigt diese Ansätze und bietet Funktionen zur Guthabenverwaltung und Reservierung an. Außerdem kann er den Wäscher an einen geplanten bzw. soeben beendeten Waschvorgang erinnern. Das Gerät kann an einem Schlüsselbund befestigt werden und ist somit immer leicht auffindbar. Wenn Joey seine Wäsche waschen will, greift er sich den Laundry Observer und nimmt in aller Ruhe eine Reservierung vor. Zuerst entsperrt er das Gerät und wählt das Reserviermenü aus. Leider bekommt er die Meldung, dass sein Guthaben aufgebraucht ist. Dieses kann er allerdings sofort über den Laundry Observer wieder aufladen. Nachdem die Höhe des neuen Guthabens ausgewählt und bestätigt wurde, erfolgt die Authentifizierung über den Fingerabdruck. Nun kann Joey die Anzahl seiner gewünschten Wäsche auswählen und das Waschprogramm bestimmen. Anschließend zeigt der Laundry Observer ihm die nächst freie Waschmaschine an. Joey kann nun komplett entspannt darauf warten, dass ihn der Laundry Observer an den geplanten Waschvorgang erinnert. Ab dem Zeitpunkt der Erinnerung hat er 15 Minuten Zeit, seine Wäsche zusammenzupacken und den Waschkeller aufzusuchen. Tut er dies nicht, wird seine Reservierung gelöscht. Im Waschkeller angekommen, belädt er die Waschmaschine und startet das Programm. Der Laundry Observer zeigt nun die verbleibende Waschzeit an und wird Joey erneut erinnern, wenn das Waschprogramm beendet ist. In der Zwischenzeit blättert Joey in seinem renommierten Wissenschaftsmagazin bis in der Signalton. Daran erinnert, die fertig gewaschene Wäsche aus dem Waschkeller abzuholen. Er öffnet die Waschmaschine, indem er den Laundry Observer in die Nähe der Tür hält. Sobald er die Maschine ausgeräumt hat, kann er sich mit einem Korb voller blütenreiner, gut duftender Wäsche auf den Heimweg begeben und hat einen weiteren Waschvorgang mithilfe des Laundry Observers ohne unnötige Wartezeiten beendet.